So, Harvard. Wo? Also, wie gesagt, die überlassen. Optionale Inhalte oder willst du gleich das Hauptspiel durchtackeln? Ne, ihr meintet doch gerade, optional ist. Mein Ziel wäre, das Waldgebiet unten, wo wir schon mal waren. Unten. Ja. Das heißt, du musst hier runter. Und durch den Torbogen. Was heißt denn dieses Symbol da links oben bei mir? Irgendwas, irgendein Status-Update. Vielleicht durch die Waffe? Ja, irgendwas, die helle Bade erhöht irgendwas. Dann hier durch. Könnten wir mal nachgucken. Kurz gucken. Ja. Mit X? Nee. Oh. Ups! Meinst du Ups? Ups! Na, aber in dem Screen ist es X. Ja, ja. Nochmal? Special Power. Nobody knows. No, das ist auch ein Rüstungsteil. So, dann hier Jesus! Also wir könnten den auch. Mittlerweile ist das möglich. Also es wird von Anfang an möglich, aber ist nicht leicht. Mein Tipp, Feuerbälle. Ich hasse bei diesem Kampf übrigens das Terrain. Ich bleib immer an diesen dämlichen Steinen und sowas hängen. Aber ich muss sagen, es ist einfach so ein geiles Monster-Design. Guck es dir an, es ist so geil. Er hat keinen Kopf. Ich weiß nicht so ganz, was ich da überhaupt sehe. Ja, aber das ist ja genau das Geniale daran. Jesus! Oh. Ernsthaft? Die überlassen. Wenn nicht, dann drehe ich um und renne. Ja. Also es wird, wird dann halt so fünf. Rennen, nicht brennen. Falsche Taste. Verstanden. Ich glaube, wir haben den Titel für diese Folge. Was ist denn das? Ja, immer wenn du zur helle Bade wechselst. Wenn du zur helle Bade wechselst, dann gibt es so ein kleines Ding. So. Das ist aber, solange du nicht ohnehin schon vergiftet oder sowas bist, ist es irrelevant. Irrelevant. So, also das hier nochmal zum Mitschreiben haben wir schon mal gespielt. Ja. Aber es ist schon sehr lange her. Es ist schon Monate her. Sehr, sehr lange her. Und es war so der Zeitpunkt, in dem Tom das Spiel plötzlich konnte und einfach alles weggefickt hat und in diesem ganzen Gebiet einfach nicht einmal gestorben ist. Wie jetzt gerade, ja. Und dann kam plötzlich der Endgegner in diesem Gebiet, obwohl er da normalerweise gar nicht kommt, und Tom hat ihn sofort geboxt. Und dann war das Spiel vorbei und dann. Das Spiel hat gesehen, dass Tom einfach irgendwie zu gut. Also, das habe ich auch noch nie erlebt, dass er einfach plötzlich der Endboss, ja, plötzlich einfach mitten in dem Garten erscheint, auf einem Drachen reitend, mit einem Jetpack. Mit einem Einhorn unter dem Arm. Wobei wir jetzt wesentlich besseres Equip haben als vorher. Das stimmt, ja. Was ja. ist denn das hier? Ist das hier so ein... Da würde ich nicht gern sagen, was das ist, sondern da würde ich ganz einfach mal erkunden lassen. Insofern schweigen wir jetzt für den Rest der Folge. Ja, spannend. Ich schneide hier wieder die Jeopardy-Musik runter. Aber du kannst, guck dich mal um, ich glaube, das sieht schon ganz, wenn du nach unten guckst, ja, geht ein bisschen. Hä? Geht ein bisschen weiter nach unten. Du sollst nicht fallen, will er dir damit sagen. Ach, das ist ein ganz eigenes Gebiet nochmal. Lizard. Oh, so ein, wo ich letztes Mal so ausgetickt bin. Genau. Vielleicht können wir die Erfahrung diesmal emulieren. Da, kill das, da, kill das! Nein, du musst den Lizard töten! Kill das, da vorne, der Lizard! So ein Ding, oh Jesus. Sprinte, der verschwindet, wenn du nicht schnell genug schlägst. Ja, der kann aber auch wieder... Und weg ist er. Aber ja, wäre ich jetzt ausgerastet, wäre Tom in Panik geraten, hätte ihn getötet. Nee, wenn du so ausrastest und sagst, renne, denke ich erst an Wegrennen in diesem Spiel. Aber letztes Mal hat es geklappt. Genau. Letztes Mal wusste ich auch schon, dass das... Übrigens, das Lustige ist, dass Robins Ausraster eigentlich völlig unnötig ist, denn sobald du das Gebiet verlässt und wieder zurückkommst, ist er wieder da. Der verschwindet nicht mehr immer. Jetzt, ja. Was ist das? Och, der Arme. Tom, wenn du Mitleid mit Hena Deko-Leiche in diesem Spiel hast, dann haben wir eine ganz schön harte Reise vor uns. Jedes Mal geht er auf die Knie und oh mein Gott, das hier ist sein Leben verloschen. Das finde ich super geil in Dark Souls. Man bekommt, ich weiß nicht, warum wir da beleidigt werden, man bekommt ständig ganze Rüstungssets. Ja, also du hast in einer der komplette Lederset bekommen. Das ist besser als ich habe keine Ahnung. Gibt so viele Sets da. Du, Tom, weißt du, wie ich am Ende meine Armor ausgewählt habe? Danach, wie sie gut aussah. Ehrlich, das war das, nee, was ich... Nee, also ich hatte die... Gibt es denn einen Set-Bonus? Nee, oder so sind die dann einfach nur optisch? Nee. Aber ich hatte halt die Havel-Armor zum Ende hin und da habe ich dann nichts anderes mehr akzeptiert. Komm ich denn hier... Du kannst dich... Nee, hier, wir sagen... Ja, vielleicht irgendwo... Hier vielleicht oder? Kommst du da runter. Ah, vielleicht auch nicht. Wenn ich jetzt hier sterben würde. The Dark Souls Experience. Oh, Jesus, mir doch egal. Mir doch egal. Macht das Spiel nicht mysteriöser, als es ist. Wenn man es allein spielt, ist es genauso mysteriös. Yeah. Aber das ändert natürlich nichts daran, dass wir dir gerne helfen, wenn du... Wo kommen wir denn jetzt nochmal hin? Das weiß ich schon. Ich bin doch jetzt einfach nur... Nee, hä? Ah doch, jetzt kann ich es wieder. Was ist das? Glaube ich. Ich erkenne das Gebiet auch.
Oh, ist alles so gloomy und nee, ich weiß es nicht mehr so genau, wo das ist. Ah, doch. Hm. Ach ja. Hm. Viechers. I remember. Ah ja, durch die Tür könntest du auch gehen. Weißt du, wer dahinter ist? Ach ja! Also das sind doch schon wieder krasse Spoiler, die wir gerade machen. Ne? Wir spoilern überhaupt nicht. Ja, doch, wir versauen halt so ein bisschen. Ach, na ja. Oh, hier ist wohl was Gefährliches. Ja, genau. Könnte passieren. Use Master Key. Da war doch gerade was. Ja. Der Typ, den kenne ich aber schon. Den habe ich schon mal beim Taurus-Dämonen. Hm. Oh. Genau, du bist. Oh! Ja. Dark Souls! Alles klar. Nope. Rejected. Ja, aber du bist wieder genau auf der anderen Seite. Das ist der Taurus-Dämon-Turm. Sozusagen. Ja, ja. Du bist jetzt daher kenne ich den auch schon. Als ich das alleine gespielt habe, bin ich dem nämlich begegnet. Genau, genau. Und dachte mir nur so, fair. Das denken sich viele Leute, also wenn sie den das erste Mal treffen. Aber das hier zum Beispiel ist so ein Part von Dark Souls, den ich nicht wirklich leiden kann. Weil da hätte ich ja jetzt... Das ist einmal hingehen, sterben und dann klüger sein. Und das ist für mich Trial and Error. Nee, wo ja viele Leute sagen, das ist kein Trial and Error Spiel. Also, wenn man, natürlich ist das Trial and Error. Was ist denn sonst? Wenn man ein offenes Rollenspiel hat und da die Erkundung, also man muss einfach selbstständig erkunden muss, wo es lang geht und wo nicht. Also Trial and Error ist für mich, wenn du einen Gegner hast, der auf eine Art besiegt werden kannst und du musst es, und du hast die Fähigkeit, ihn zu besiegen, aber, also den Skill, sag ich mal, als Spieler ihn zu besiegen, aber kann sie nicht besiegen, weil du eine bestimmte Fähigkeit ausprobieren musst, wo du alle durchgehen musst, bis du die richtige ausgewählt hast. Aber das bloße Erkunden von der Welt ist für mich nicht Trial and Error. Was war das hier nochmal? Ah, das ist für dich unwichtig. Das ist für Leute, die Miracles benutzen, Faith-User. Weil wenn da so ein Ding ist und du benutzt ein Wunder, dann wird's stärker. Ich habe einen Purple Moss-Klomp gefunden. Also ich glaube, dieser Typ war tatsächlich einer der letzten, die ich besiegt habe. Der dich gerade weggefistet hat. Also nicht diese Golem, sondern... Der gute Herr Hubble. Nee, war der das? Ist das der Hubble? Ja. Stimmt. Er droppt auch den... Warum ist der denn da? So weit weg von seinem... Ja, warum ist überhaupt seine Rüstung woanders als er? Aber naja, wie auch immer. Ha, stimmt, der hat ja eine an und gleichzeitig... Ja, na. Oh Gott! Plothole in Dark Souls, alles ist schlechtestes Spiel ever. Lol. Lol, Matt Hazard is it. Soll denn den Namen des Spiels nicht so oft sagen? Oh, Jesus. Jesus Christus. Der Vorteil an den Dingern ist, dass sie keine Tränke nehmen. Wäre toll, wenn sie jetzt so aus meiner Tasche einen Trank rausfinden. Ja, so ein Trank. Was ist das denn? Schmutz? Schmutz. Sieht aus wie Kristalle. Dirt Souls. Genau, du erinnerst dich noch, dass hinter der Wand da so ein... Ja, das hatten wir im letzten Mal schon. Ja. Ja, irgendwie war was hinter der Wand. Oh mein Gott, ein Geheimgang. Ein geheimen Abgrund. Wenn du jetzt da runterspringst, dann passiert bestimmt was voll toll. Ist das jetzt schon ein Speicherpunkt oder muss ich mir erst hinsetzen? Nö, du hast es schon. Obwohl, nee, doch, damit du da respawnst, musst du dich hinsetzen. Das ist den Fehler. Nicht. Doch, das, ja, kann ich bezeugen. Ja, doch, stimmt. Hast ich würde jetzt gerne sagen, wo ich war, aber das war schon wieder zu viel Spoiler. Aber ich war in einem der nächsten Gebiete, mittendrin. Wie hat der denn da sein? Da kannst du hochlaufen. Irgendwie. Keine Ahnung, hat er irgendwie hochexploitet. Denke ich. Hochexploitet. Ja, das Problem ist, hier kommst du nicht durch. Lockpress, ja, könnten wir, dann müssen wir aber noch nicht. Ah. Genau, den Weg sind wir vorher gegangen, ne? Ja. Ach, hier wird es mit den... Enemy, ein Kopf. Oh Gott. Ach, der Tom hat einfach ein zu gutes Gedächtnis. Es wäre lustig gewesen, wenn er jetzt einfach nochmal drauf reingefallen wäre. Ich bin ja drauf reingefallen für die Zuschauer. Was? Ich hab's nicht meine Überraschung gehört. Ich hätte sie gerne nochmal. Oh. Übrigens, kamst du nur mir so vor, aber, oder war es beim Dark Souls 2 Material, hat er relativ wenig Schaden genommen, wenn die Gegner ihn getroffen haben?
Also es sah irgendwie im Verhältnis so viel weniger aus als in. Ja, am Anfang 1. schon, bei dem ersten Szene, die du gesehen hast, aber ich glaube, das war auch Absicht. Also klar, nicht als der Wagen über ihn rüber, aber du weißt schon. Nee, das ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Aber das, also von darauf kann man halt noch nicht drauf schließen, weil wir wissen nicht, was für ein Charakter wie der, wie hoch der war, wie hoch die Gegner waren, bla bla bla. Trotzdem, oh mein Gott, Casual, no! Ich glaube, den Casual-Vorwurf haben sie durch die Montage am Ende sehr gut. ne? Hm. Verneint. So, und dieses gesamte Areal, ohne den Tom unter Druck setzen zu wollen, hat der Tom ohne einmal zu sterben gemacht, was ich extrem krass fand. Und auch ohne, ja, ohne zu sterben. Also ohne Druck aufbauen zu wollen, Tom, aber du warst da echt super. Ey, kann es sein, dass unsere Axt mehr Schaden macht? Also die Typen haben eine extrem harte Rüstung. Okay, alles klar. Also, weiß ich jetzt nicht. Nee, stimmt, das wäre... Ja, ne. Aber wenn Tom mit der helle Bade nicht mehr zufrieden ist, kann er ja wechseln und gucken, ob die Axt besser ist oder so. Nee, ich glaube, ich vertue mich einfach. Ja, der erste Angriff hat gerade zu wenig Schaden gemacht. Genau, aber ich glaube, das liegt halt an seiner Rüstung. Wie du auch zum Beispiel bei dem dicken Typen mit dem Riesendildo als Waffe gerade auch keinen Schaden gemacht hat. Im Zweifelsfall immer ein bisschen zurückziehen und warten, bis die Stamina wieder da ist oder so. Und dann links, rechts, gib ihm eine Kombination, mein Kleiner. Ich bin fighting Grund machine! Ich mach dich fertig wie ein Rettich. There's no easy way out. Push it to the limit. Limit! Easy. You're the best around. Nothing's gonna keep you down. Oh, das Medley der 80er Jahre, ja. Kampf- und Fight-Songs. Kampf- und Fight-Songs. Ich hab heute gesehen einen Link, wo jemand geschrieben hat: Oh mein Gott, der erste Song vom von Daft Punk, den ich schon als Teaser veröffentlicht habe, ist komplett geleakt. Okay. So, wow, geil, draufgeklickt. Und es war so eine richtig Daft Punkige Techno-Version von Rick Astley. Das war super. Sehr schön. Das ist sehr gut. Ich habe zuerst wirklich die ersten 10 Sekunden hab geglaubt. Ich so, weil geil, die haben das remixed. Hört sich voll gut an. Und dann hat es aber nicht aufgehört. Dachte ich so, oh, ihr Schweine. Das ist doch mal was anderes als ein normaler Rickroll. Ich habe heute den Soundtrack zu Blood Dragon ein bisschen gehört, der sehr lustig ist, denn er klaut ungefähr bei allen 80er-Jahre-Soundtracks, die dir einfallen. Wie ich dir einfach mal einzeln alle wegpulle. wie er einfach Skill benutzt, der Tom. Gleich kite ich sie. Bis zu dem anderen Typen, ich gerade nicht besiegt habe. Und dann machen die den nämlich platt. Ja, wenn das mal so funktionieren würde. Gegnerinteraktion, das wäre noch super. Aber leider gibt es kein Friendly Fire in Parkschutz. Jesus, also meistens. Ja. Mit Ausnahmen. Also bei dem darfst du halt echt immer noch einmal zuschlagen. Warten, bis dein Ding wieder regenerated ist. Guck mal, wie wenig ich gerade... Ach nee. Was? Ach, das ist so eine Aura, die dann haben. Ja. Er hat gerade so einen Zauber gewirkt. Aber es reicht nicht, dass sie super hart zuschlagen. Sie müssen sich auch noch verlangsamen. Ja, aber nur wenn man so nah dran ist, das wusste ich bis eben nicht. Ja, ich glaube, die ist jetzt auch einfach schon wieder abgeklungen, die Maura. Kannst du auch Anlauf nehmen hier, Typ. Ja, was halt an Dark Souls sehr beeindruckend ist, aber dazu muss man sich halt wirklich reinknien, ist, dass alles in der Lore irgendeine Erklärung hat. Ich meine, warum die Typen jetzt hier liegen, warum die so aussehen und sowas, das hat alles irgendwo zumindest eine angedeutete Erklärung. Und wenn man wirklich alle Puzzlestücke zusammenfindet und das wirklich alles zusammensetzt, dann ergibt sich eine sehr, sehr reichhaltige Lore, die auch sehr cool ist. Also das sehe ich halt nicht ganz, also ich sehe das genauso, dass es halt eine sehr detaillierte Welt ist, die halt den Mut hat, oder wo die Creators den Mut haben, diese Welt nicht so zu detaillieren, wie sie es könnten. Aber ich finde auch, also ich habe mir jetzt schon von dem Epic Name Bro mehrere dieser Plot-Analysen und Erklärungen angehört. Aber ich fand es jetzt nie so, also ich war jetzt nicht der Meinung, dass das eine besonders packende Story ist. Nee, also Story sowieso nicht. Also die oder auch Szenario vielleicht, das ist besser auch. Also das ist nochmal eine ganz interessante Unterscheidung. Also die Story finde ich... KI. Leute, die tatsächliche Handlung von Dark Souls finde ich auch nicht so toll. Die Lore finde ich cool. Ich finde es nicht so toll wie jetzt zum Beispiel Epic Name Bro, der total abreiert die ganze Zeit. Cool würde ich auch bezeichnen. Feuerball, also die sind sehr, das sind ja Blatt-Pokémon. Wieso? Die reagieren sehr empfindlich, sehr effektiv ist es da.
Zu weit weg. Nee, doch nicht. Oh. Hast du aber die Füße berührt. Oh. Crass, ey. Der Tom hat ein Gefühl für Timing, ey. Ich hab grad echt ein Déjà-vu. Das ist wieder Gargoyle-Kampf all over again. Ja, oder wie dieses Gebiet all over again. Stimmt. Und okay. Das bedeutet... Es ist genau wie das. Oh Gott, wenn wir aufhören, dann ist alles nichts aufgenommen. Das bedeutet, es ist genau wie damals als... Oh, wait. Der Fluch schlägt wieder zu. Ja, halt Bade. Wenn du so hinter denen bist und weißt, dass du jetzt mal da so zum Beispiel, dann würde sich halt so ein starker Schlag auch anbieten, ne? Ach so. Das vergisst man immer wahnsinnig schnell, dass man ihn überhaupt hat. Okay, macht doch genauso viel Schaden. Nee, das war ja kein starker Schlag. Ach so, okay. Der Tom braucht deine Tipps nicht. Der Tom spielt wie er. Yes, ach so, ich habe gerade dieses Set da aufgesammelt. Ja, das Elite Knight Set, glaube ich, ist das, oder? Ja. Ja, da braucht man, glaube ich, Stärke für, ne? Hat nee, für Waffen braucht man Stärke. Für sehr wenig. Das hier ist einfach nur sehr schwer und es kann dann sein, dass du nicht mehr rollen kannst, aber da Tom eh nicht rollt. Noch sehr wenig Resist. Aber es sieht geil aus. Es sieht geil aus und zweitens, Resist ist halt eine sehr spezielle Sache. Du wirst später noch Gegner finden, wo du dir denkst, okay, jetzt wäre Resist nicht schlecht, aber stimmt, so. Damit laufen auch viele rum. Ach, jetzt sehe ich aus wie der Typ auf dem Cover. Oh mein Gott! Ja. Crazy! Die sogenannte Fatty Roll. Das war ja eher ein Bodyslam als eine Rolle. Ich finde gerade, wie einfach der Boden vibriert, dann wenn du das machst, als bebt einmal.